Nochmal einen schönen Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich hier gemeinsam mit dem Ulf Rössler zu diesem Input-Vortrag zum Holzbau, zeitgenössischer Holzbau, heute referieren darf. Zeitgenössischer Holzbau, Planungshilfe und Praxisbeispiel. Ich stehe jetzt hier am Anfang für die sozusagen Planungshilfe. Und möchte wirklich in einem sehr schnellen Schnelldurchlauf, weil mir eigentlich nur 20 Minuten bleiben, die Online-Bibliothek Datoholz vorstellen, die es schon länger gibt. Einige von euch, von Ihnen kennen sie vielleicht schon, denn seit 2004 gibt es die eigentlich schon in Österreich. Und sie wurde 2018 dann im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojektes, das wir hier an der TU bearbeitet haben, neu, nämlich an deutsche rechtliche Bedingungen angepasst. Das ist eigentlich das Besondere daran, um das Planen und Bauen von Holzbauten eben zu erleichtern. Und mein Schwerpunkt bei diesem Projekt waren die Bauteilfügungen, die ich dann nachher noch vorstelle. Aber wie ich schon sagte, die Online-Plattform Datoholz, die wurde, also hieß früher datoholz.com, vielleicht kennt die jemand noch mit dem sozusagen alten Namen, und wurde bereits vor 17 Jahren von der Holzforschung Austria als interaktiver Bauteilkatalog entwickelt. In dem Relaunch, das wir dann eben 2018 bearbeitet haben, ging es dann darum, ja, eine Übersicht zu schaffen. Insofern schön, Norbert, dass du schon gesagt hast, wenigstens übersichtlich ist es, eine Übersicht zu schaffen, um eben ja, das, was im Holzbau ja häufig als sehr schwierig angesehen wird, ja, dass es die unterschiedlichen Bauweisen gibt mit Holztafel, Holzskelett und Holzmassivbauweisen, ganz unterschiedliche Produkte, um das eben übersichtlicher darzustellen. Und wenn möglich, das ist auch das Besondere, mit herstellerunabhängigen Verwendbarkeitsnachweisen zu versehen. Das ist nicht immer gelungen, aber oft. Um dann eben Planern oder auch ausführenden Firmen die Planung und eben auch die Umsetzung zu erleichtern. Natürlich kann man sagen, das ist ein bisschen komisch, weil die Kennwerte dieser Bauteile sind natürlich nach europäischen Normen eigentlich überall gleich. Aber eben die Nachweisführung ist in Österreich und in Deutschland sehr unterschiedlich. Man kann es vielleicht auch sagen, in Deutschland einfach viel komplizierter. Und das hatte also dieses Forschungsprojekt letzten Endes ja, zum Ziel, nämlich da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Das Forschungsprojekt wurde hier an der TU München von dem Lehrstuhl Holzbau und Baukonstruktion von dem Professor Winter betreut als Bauingenieur und eben bei uns Architekten von dem an der Professur Entwerfen und Holzbau mit dem Professor Kaufmann. Und eben gemeinsam mit den österreichischen Kollegen, mit der Holzforschung Austria. Also starten wir vielleicht kurz mit dem Herzstück dieser Online-Bibliothek. Das hier, das ist jetzt diese erste Aufschlagseite. Da sieht man hier links von dem mittleren Strich, sieht man also, dass dort die zugelassenen und geprüfte Baustoffe näher erläutert werden. Das Herzstück sind aber eigentlich hier die zugelassenen Bauteile. Dann gibt es rechts davon die Bauteilfügung. Das ist der Schwerpunkt, an dem ich verantwortlich war, bei dem ich verantwortlich war. Und dann gibt es noch die Anwendungen. Da werde ich nachher auf diese Holzbauprojekte kurz eingehen. Was aber ganz wichtig ist, ist zunächst einmal, dass man sich anmelden muss. Da werden keine Daten groß gefischt, sondern das dient eigentlich der, sage ich jetzt mal, Qualitätssicherung. Also die Plattform, das ist eine, ja, das ist eine gemeinnützige Plattform, Dataholz. Und es dient lediglich dazu, Qualität zu sichern. Also es wird dann verfolgt, welche Funktionen werden besonders nachgefragt. Und dann kann man natürlich dort auch nachbessern. Insofern bitte anmelden, denn nur dann sind wirklich alle, ja, bekommt man wirklich alle Informationen und alle Produktdatenblätter oder eben alle Nachweise. Wenn man dann also hier zum Beispiel jetzt auf ein Bauteil, auf die Bauteilaußenwand geht, dann sieht man hier in diesen Icons mit diesem relativ erst zunächst seltsam kodierten Namen hier unten, was es für Varianten also in Datoholz gibt. Das stellt dann, sind dann immer diese Bauteilvarianten. Man sieht aber schon, es gibt auch immer noch Untervarianten. Das möchte ich an diesem Beispiel einmal ganz kurz erklären. An dieser Außenwand, die eine Rahmenbauwand ist, deshalb eher mit einer hinterlüfteten Holzschalung und einer innengedämmten, also Installationsebene. Das ist so ein Grundbauteil. Da gibt es aber Bauteilvarianten und man kann allein schon im Icon, glaube ich, ganz gut erkennen. Die obere Variante hat noch Folien als der dampfdiffusionsregulierende Schicht und als Winddichtheitsebene. Die untere Variante könnte man als folienarm bezeichnen. Das heißt, hier gibt es Unterschiede bei den Bauteilvarianten in Holzwerkstoffe, Folien und eben zum Beispiel auch Anzahl der Gipskartonplatten für eine K260-Ausführung zum Beispiel. Und dann gibt es die Untervarianten. Das ist dann die gleiche Nummerierung, aber noch eben
eine detailliertere Unternummerierung. Da kann man sich dann entscheiden, was für ein Dämmmaterial. Also es gibt immer drei Dämmmaterialien, einmal Mineralwolle, Zellulose und Holzfaserdämmstoffe in unterschiedlichen Dämmstärken, unter Umständen, weil ein anderer U-Wert gefragt ist oder eben, weil die Konstruktion einfach eine andere ist. Und das, ja, dann kann man das auswählen. Wie genau diese zunächst vielleicht recht kompliziert aussehende Bezeichnungen hier, wie die konfiguriert sind, das sieht man an dieser Namenskonvention. Also wie gesagt, das AW steht für Außenwand, R steht für Rahmenbau, bei Massivholz Wandstände dort ein M, hinterlüftete Holzschalung, in dem Fall jetzt ohne Installationsebene, deshalb O. Also da muss man ein bisschen reinkommen, aber es gibt auch dieses Übersichtsblatt, das erklärt das eigentlich ganz gut. Man sieht aber ja auch schon, denke ich, an den Icons, die hier unten sind, ganz gut, ne? Wo eine Massivholzwand ist und wo eine Rahmenbauwand, sieht man jetzt gar nicht. Wenn man also jetzt auf diese Bauteilebene geht, dann sieht man zunächst einmal diesen Filter hier oben. Jetzt im Moment sind alle Bauteile angeklickt. Es gibt also 115 Bauteile als Außenwandbauteile, noch ohne die Untervarianten. Und für Deutschland sollte man natürlich Deutschland anklicken, wenn das nicht eh automatisch passiert. Und dann sieht man hat also nur noch 20 Außenwandbauteile, die man auswählen kann. Man kann das aber natürlich noch mehr spezifizieren, indem man sagt, ich suche jetzt für mein Projekt einen Holzrahmen, Holztafelbauwand. Das soll bitte eine hinterlüftete Fassade sein, ohne eine Installationsebene, weil es kostengünstiger sein soll oder eben von der Qualität nicht ganz so benötigt wird. Man kann aber natürlich auch noch viel mehr angeben, ja, wie diese brandschutzrelevanten Angaben oder eben auch Wärmeschutz, wie man ihn braucht, oder eben auch den Schallschutz. Wenn wir uns jetzt einmal so eine Außenwand anschauen, dann bekommt man hier nähere Informationen zunächst einmal mal zu dem Schichtenaufbau und zu den Baustoffangaben. Ja, also welches Brandverhalten haben die einzelnen Baustoffe, welche bauphysikalischen Werte. Aber es gibt dann eben auch schon diese Untervarianten. Die habe ich hier jetzt mal zusammengestellt. In dem Fall gibt es bei diesem Außenwandbauteil 9 Untervarianten. Und eigentlich ist relativ klar gezeigt, in dem oberen Drittel sehen wir jetzt einen geringen U-Wert, ja, von 0,25 Watt pro Quadratmeter Kelvin, nämlich weil wir hier dort nur 160er Dämmstärken haben, immer unterschiedlich mit Mineralwolle, Zellulosefaser, Holzfaserdämmung, das gleiche mit einer 20er Dämmung, mit einer 240er Dämmung. Das heißt, das sind die sozusagen Charakteristika dieser Untervarianten. Wenn man dann sich eine Untervariante rausklickt, dann bekommt man jetzt zu dem, was eigentlich, da sage ich jetzt mal, das Besondere an Dataholz ist, nämlich, dass man diese Nachweise hier blau gehighlightet, dass man diese Nachweise herunterladen kann. In dem Fall ist das jetzt also die Klassifizierung, also Nachweis des Feuerwiderstands von der Holzforschung Austria. Es gibt dort auch noch herstellerspezifische Nachweise. Das heißt, man muss nicht selber lange suchen, sondern kann, hier ist direkt verlinkt mit den Herstellern, mit der Seite. Wie gesagt, eingangs hatte ich schon eingeleitet, es ist nicht überall gelungen, es herstellerunabhängig zu machen, was eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen war. Nicht überall bei allen Bauteilen. Dann gibt es noch eine Wärme- und Feuchte-technische Berechnung und eine schallschutztechnische Beurteilung, die ich zum Beispiel sehr spannend eben bei den Geschossdecken finde. Und diese Nachweise, diese ersetzen dann natürlich nicht den objektspezifischen Gesamtnachweis, den wir für ein Projekt benötigen, aber sie können eben schon zu einer frühen Planungsphase Klarheit schaffen und dann eben auch unter Umständen den Brandschutznachweis und den Standsicherungsnachweis mit eingebunden werden oder auch selbst bei, das habe ich selber schon erlebt, bei Behördengängen einfach Klarheit bringen und ja, da so einiges erleichtern. Weiter unten findet man dann noch zu dem Bauteil ökologische Kenndaten, Kennwerte für die Herstellung des Bauteils, also für den Lebenszyklus Cradle to Gate, also A1 bis A3, hier sieht man das, und Angaben da dann zum Beispiel bezüglich Global Warming Potential, bezüglich des gespeicherten biogenen Kohlenstoffs, den Einsatz an Primärenergie und so weiter. Auch wieder mit Nachweisen hinterlegt, dass man auch nachschauen kann, nach was ist denn das eigentlich berechnet. Und alle Informationen bekommt man dann eben, wenn man auf dieses Datenblatt geht, das sieht dann so aus, da bekommt man alle bauphysikalischen Informationen, alle Baustoffangaben, die ökologische Bewertung und dann noch eben die ökologische Bewertung im Detail.
Was unter Umständen ja auch eben schon in der frühen Planungsphase interessant sein kann, wenn man eben dann Bauteile miteinander vergleichen möchte, hinsichtlich Dämmstoffart oder eben auch zur Frage, nehmen wir jetzt in dem Fall eine Massivholzkonstruktion oder eine Holztafel- oder Holzrahmenkonstruktion. Also das ist dort alles gebündelt. Das, was aber ja den, sage ich jetzt mal, den Holzbau auch recht komplex macht, das sind ja nicht nur die Vielzahl der Bauteile, die man sozusagen zur Verfügung hat, sondern eben auch die Art und Weise, wie man Bauteile vorfertigt und wie dann eben der Fügepunkt ausschauen muss. Das haben wir hier mal in dieser Grafik, die ist aus dem aktuellen Holzbauatlas, versucht einfach zu zeigen, wie abhängig vom Vorfertigungsgrad, also hier haben wir eine Massivholzkonstruktion, die wenig vorgefertigt ist, bis gar nicht, eine Holztafelkonstruktion, eine Holzrahmenkonstruktion, ebenfalls nur die tragende Schicht vorgefertigt. Da ist natürlich dann der Vorfertigungsgrad gering und die, ja, die Komplexität natürlich auch dieses Detailpunktes relativ gering. Aber das steigert sich natürlich, wenn wir tatsächlich Außenwandbauteile haben, die komplett mit einer äußeren Verschalung schon auf die Baustelle angeliefert werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Architekten eben genau diese Denke schon beim Holzbau sozusagen in der Planung uns immer mit überlegen, wie sieht denn eigentlich, was für einen Vorfertigungsgrad strebe ich denn an? Wie könnte denn das Detail aussehen? Denn das hat natürlich unter Umständen dann auch Auswirkungen auf die architektonische Gestaltung des Ganzen und eben schon Transportgrößen und dergleichen. Das muss man dann eigentlich alles schon mitdenken. Hier ein Beispiel, das Dante Bad 1 von Florian Nagler, was einen sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad hat. Man kann erkennen, also selbst dieses geschossweise angebrachte Brandschutzschott ist schon fertig sozusagen anmontiert an das Außenwandbauteil auf der Baustelle. Und das haben wir eben versucht, genau in diesen Bauteilfügungen, die man hier sieht, deutlich zu machen. Wenn man das anklickt, dann sieht man jetzt, ich habe das Außenwandbauteil angeklickt, dann kriegt man alle Bauteilfügungen, die in Dataholz vorhanden sind, die mit dem Außenwandbauteil zu tun haben. Das sind 60 Stück in dem Fall. Aber insgesamt haben wir auf Dataholz 79 Datenblätter über diese Fügepunkte. Da kommen jetzt im ersten Quartal 22 noch 35 dazu, also es werden über 110 Fügepunkte sein. Das wird jetzt auch kontinuierlich erweitert werden. Im Moment sind es diese 8 Fügepunkte, also wir haben den Sockelanschluss, dann natürlich die Einbindung der Außenwand in die Geschossdecke, wir haben die Attika mit und ohne Dachüberstände, wir haben die Trennwand mit einer Geschossdecke, also unterschiedliche Nutzungseinheiten, was natürlich schallspezifisch dann so dargestellt ist, dann haben wir die Innenwand mit einer Geschossdecke, wir haben Traufen und Ortgänge mit und ohne Überstände. Dann haben wir Außenwand, also im Grundriss dargestellt, wie eine Innenwand an die Außenwand stößt und natürlich der dann doch nochmal kompliziertere Punkt, wenn eine Trennwand von Nutzungseinheiten an die Außenwand stößt. Das als Überblick, was überhaupt dargestellt ist. Wenn man dann diesen Filter hier oben eingibt und dann sieht, gut, ich möchte gerne diese Geschossdeckeneinbindung mir anschauen, dann gibt es derzeit hier 14 Details. Auch hier kann man an der Nomenklatur schon erkennen, um was es sich also für Details handelt. In dem Fall eine Außenwand mit R, also mit einer Rahmenbauaußenwand mit einer Geschossdecke aus Massivholz. Aber auch hier haben wir versucht, das in diesen Icons deutlich zu machen, dass das also jetzt hier eine Geschossdecke aus Massivholz ist. In dem Fall hier eine Außenwand aus Massivholz, sodass man sich da durchklicken kann. Nachdem es jetzt aber noch mehr Details werden, wird es auch noch eine detailliertere Filterfunktion zukünftig geben. Wenn man jetzt so ein Detail anklickt, dann kriegt man wieder den Überblick, was denn überhaupt für Bauteile hier gefügt sind. Man sieht also, das ist also die Holzrahmenbauwand mit der Massivholzdecke. Kann dort dann, das ist verlinkt, auch wieder sozusagen zurück zu den Bauteilen, die es in der Bibliothek gibt, klicken und kann dann gleich schauen, ob denn der Brandschutz dementsprechend ist, wie ich mir vorgestellt habe, der Wärmeschutz oder eben auch der Schallschutz und das Gleiche auch für die Geschossdecke. Dort kann man das dann eben auch wieder erkennen, ob dann jetzt zum Beispiel hier der bewertete Normtrittschallpegel denn für mein Projekt, was ich plane, überhaupt ausreicht. Wenn man dann auf dieses Bauteildatenblatt klickt, dann ist das, also kann man sich downloaden als PDF, dann ist das eingeteilt einmal hier oben, das finde ich sehr hilfreich, diese Kriterien zur Bauteilauswahl, nämlich, dass es 2 Nutzungseinheiten von der Trend und 60 Minuten Feuerwiderstand hat, diese Bauteile und somit
auch dieser Knotenpunkt. Dann gibt es noch wirklich interessante Anmerkungen hier links, worauf man achten muss bei Planung und auch bei Ausführung oder eben auch beim Vorfertigungsgrad. Und rechts gibt es noch Hinweise zu den Leistungseigenschaften bezüglich Wärmeschutz, Schallschutz und Feuerwiderstand, aber eben nicht nur für die Bauteile, sondern in dem Fall für diesen Fügepunkt. Und in der grafischen Darstellung haben wir, das mag vielleicht zunächst ein bisschen verwundern, wir haben also abstrahiert dargestellt, wie die funktionalen Schichten verlaufen müssen, denn das soll auch deutlich werden hier, dass also die luftdichte Ebene hier durch dann einen zusätzlichen Folienlappen, der umgelegt wird und verklebt wird, wieder mit der luftdichten Ebene, in dem Fall eine USB-Platte, die verklebt sein muss, zusammengefügt werden muss. Dass natürlich die Dämmschicht durchgehen muss. Und es wird dann zum Beispiel auch solche Bereiche wie die Fassade, was für eine Unterkonstruktion da dran kommt, was für eine Verschalung das ist, darauf wird jetzt zeichnerisch kein Wert drauf gelegt, sondern eben wirklich nur auf diese funktionalen Schichten. Sodass dann eigentlich in dieser zweidimensionalen Zeichnung eben versucht worden ist, wenn man sich das genauer anschaut, also wo ist eben genau jetzt welche Abklebung, wo ist genau eine Fuge von einem vorgefertigten Element, dass man dem dann eigentlich schon, wenn man so ein bisschen in die Denke reinkommt, diesen Vorfertigungsgrad ablesen kann, in der Hoffnung, dass man dann eben selber als Planer auch mehr versteht, wie man denn eigentlich dieses Detail konstruieren muss. Dann haben wir natürlich im Rahmen des Forschungsberichts, mussten wir uns genau überlegen, welche Bauteile fügen wir denn eigentlich mit welchen Bauteilen. Ja, also eigentlich haben wir in Deutschland 20 Außenwandbauteile, mit Untervarianten sind es 99. Wir haben Geschossdecken 23 Bauteile, mit Untervarianten 63. Also welche haben wir denn jetzt eigentlich miteinander gefügt? Da gehe ich jetzt nur ganz kurz am Rand drauf ein, wie wir das gemacht haben, welche Kombinationsmöglichkeiten wir dort gewählt haben. Wir haben versucht, für jeden Detailpunkt haben wir also so eine Matrix hier erstellt, um diese Kombinationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Grundlegend wurde immer, wie auch in der Filterfunktion von den Bauteilen, in Massivbauteil und Holztafel- bzw. Holzrahmenbaubauteile unterschieden, die dann eben auch mit den in dem Fall horizontalen Bauteilen gefügt worden sind und immer mit unterschiedlichen auch, sage ich jetzt mal, bauphysikalischen und auch ästhetischen Anforderungen. Also es gibt Massivholzbauteile, die miteinander gefügt werden mit sichtbar belassenen Oberflächen. Dann gibt es direkt beplankte Bauteile und dann die etwas, sage ich jetzt mal, anspruchsvollere, weil teurere und qualitätsvollere Variante mit zusätzlichen Installationsebenen. Das heißt, so sollte eigentlich, so war unser Wunsch, für jeden was dabei sein. Also es gibt kostengünstigere Ausführungen, höherwertigere und auch aufwendigere Ausführungen und hochwertige Ausführungen. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, warum ist in diesem Quadranten hier unten, ja, also wo wir die Balkendecken haben, die übrigens auch beplankt oder eben auch auf Sicht ausgeführt sein können, mit einer Holzmassivwand, warum wird das eigentlich nicht dargestellt? Weil das einfach nicht wirklich relevant für den mehrgeschossigen Holzbau ist, dieser Fügepunkt. Sondern da haben wir, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, also wir haben häufig eben Geschossdecken im mehrgeschossigen Holzbau, die aus Massivholzbauteilen konstruiert sind, mit zum Beispiel Außenwandbauteilen als zwischengedämmte Konstruktionen. Aber es gibt auch die reinen Holztafel- und Balkenkonstruktionen, die eben für, ja, sage ich jetzt mal, bis Gebäudeklasse 3 sehr gut anzuwenden sind. Und diese Übersicht ist hier nochmal mit etwas, ja, im Forschungsbericht gibt es die dann auch zu sehen, also mit den unterschiedlichen Quadranten, die sich hier nochmal abzeichnen. Hier unten steht dann auch immer nochmal zusammengefasst diese Kriterien für die Bauteilauswahl, also 2 Nutzungseinheiten, 60 Minuten Feuerwiderstand zum Beispiel. Diese Übersicht ist jetzt in Dataholz noch nicht vorhanden, ist aber eben im Forschungsbericht, rechts kann man den Link sehen, downloadbar. Und ich finde, das ist eine sehr gute Übersicht, weil man dann eben alle Bauteilfügungen, die es gibt, einfach mal im Überblick hat. Gut, und hier, so sehen diese Datenblätter dann also aus. Links sieht man die Attika, in der Mitte die Geschossdeckeneinbindung, rechts dann der Sockelpunkt. Da werden derzeit auch neue Varianten, kommen da eben noch mit hinzu. Dann gibt es horizontaler Schnitt hier, einmal die Trennwände mit der Außenwand. Ja, was muss man da beachten, dass eben 2 Nutzungseinheiten voneinander abgetrennt sein sollen? Was muss man da in diesem Fügepunkt beachten? Und dann der, ja, recht lapidare Innenwandanstoß. Dann gibt es auch im Vertikalschnitt
Eine Geschossdecke mit Trennwänden, wie sind die miteinander verbunden im Knoten und auch da der Innenwandanschluss? Und zukünftig gibt es dann noch, die werden jetzt derzeit gerade eingearbeitet, noch Ortgang und Traufdetails, ganz unterschiedlich mit Überständen, ohne Überstände, mit innenliegender Rinne, mit unterschiedlichen eben Bauteilausführungen, zwischengedämmtes Dach, eine Aufkonstruktionsdämmung, Sichtsparren. Also das wird jetzt, denke ich, auch in diesen nächsten 2 Monaten online gestellt werden. Jetzt komme ich noch zum Schluss. Das ist auch schon sozusagen, sage ich jetzt mal, die Überleitung zum ULF. Es gibt dann noch die Referenzprojekte. Die sind hier bei den Holzbauprojekten, findet man die ganz rechts unter Anwendungen. Da wird nämlich anhand von 15 Projekten aus Österreich und Deutschland so als sogenannte Best-Practice-Beispiele, sogenannte, wir haben es jetzt mal also inoffiziell Schwarzbrot-Projekte genannt, die eben exemplarische Lösungen zeigen, die häufig zur Anwendung kommen und wo man sich sozusagen als Planer auch ein bisschen was abschauen kann und die trotzdem von architektonischer Qualität sind. Am Beispiel der Hummelkaserne, das ist dieses Projekt hier, möchte ich kurz zeigen, wie das dann aufgebaut ist. Man sieht also dann Fotos oder eben noch Pläne. Man hat Entwurfstext und gewisse Projektkenndaten, also natürlich Projektbeteiligte und dergleichen. Man hat einen Überblick über die gleich noch näher detaillierten Details. Und eben, das ist spannend, zwar nicht bei jedem Projekt, aber eben auch Kosten. Man hat Angaben, technische Angaben zu Bruttogeschossfläche, Nutzfläche, Höhefläche, A-zu-V-Verhältnis, zu der Gebäudehülle, die U-Werte. Dann hat man noch zur Bauweise natürlich, welche Tragstruktur das ist, welche Gebäudeklasse, welcher energetischer Standard. Das heißt, es hilft einem einfach plötzlich, sein eigenes Projekt so ein bisschen mehr einzuordnen. Und das finde ich immer, man hat einfach vor Bauherren oft auch oder auch vor ausführenden Firmen einfach nochmal, Mensch, die konnten das doch auch, warum soll das jetzt bei uns nicht funktionieren? Ja, und das macht, finde ich, motiviert sozusagen sich dann an Vorbildern. Da hat man ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man dann in die Planung geht. Die Projekte sind dann, kleinen Moment, diese Projekte haben dann auch Detaildarstellungen und zwar nicht einfache Details, wie sie normalerweise in den Architektenplänen zu finden sind, sondern in dem Fall hier jetzt rausgezogen mal der Geschossdeckenstoß, die Geschossdeckeneinbindung in die Außenwand, wie es tatsächlich ausgeführt ist. Das heißt, wir haben im Rahmen des Forschungsprojekts da wirklich die Architektenpläne und die Holzbaupläne übereinander gelegt, die oftmals nicht kongruent sind, sagen wir meistens nicht kongruent sind, und dann wirklich mal rausgezeichnet, was war ein vorgefertigtes Element. Also hier sieht man auch, dieser Brandschutzschott war auch schon mit beigefügt. Wie ist dann wirklich dieser Montageablauf erfolgt? Das heißt, da kann man auch nochmal schauen, Mensch, wie haben die denn das eigentlich gemacht? Welcher Schritt kommt nach was, um eben besser planen zu können? Und da kommen jetzt neu hinzu auch der eben wirklich sehr interessante Stoß von Trennwand, Geschossdecke. Ja, also was muss man dort beachten? Wann kommt welche Abklebung? Welches Schubblech und wie wird das realisiert? Also das ist ein neuer Detailpunkt, der auch noch mit hinzukommt. Und dann gibt es natürlich, weil die Plattform muss natürlich immer aktualisiert werden, auch neue Projekte. Und das ist jetzt wirklich die Überleitung zum ULF, weil wir dort nämlich auch das Projekt von ULF aus dem Prinz Eugen-Card, also von Dressel-Meyer, Hofer-Rössler-Architekten, diese Turmhäuser werden jetzt mit aufgenommen in Dataholz. Also es ist schon alles bearbeitet. Es muss noch online gestellt werden, diese Projekte. Und dort haben wir dann eben auch, und der ULF kann auch, ich denke, bestätigen, wir mussten ganz schön lange nerven. Ich glaube, das geht dann über 4 Monate, dass man nervt und immer wieder ein Feedback kriegt, wie die Details ausschauen, wie es denn wirklich war. Eben auch das Attika-Detail, wie das ausgeführt worden ist, die Außenwand mit der Geschossdecke, der Sockel, und dann eben auch dieser Trennwand-Geschossdeckenstoß. Und ja, insofern hoffen wir, dass durch diese Online-Bibliothek die holzbaugerechte Planung eben einfach erleichtert wird, was bei vielen vielleicht noch ein Hemmnis ist, bei vielen Planern in den Holzbau einzusteigen, und möchten auch, dass natürlich die Akzeptanz bei Bauherren und Investoren unter Umständen steigt, bei Behörden, und dass der Holzbau somit wettbewerbsfähig wird gegenüber anderen Baustoffen und damit natürlich das nachhaltige Bauen einfach gefördert werden kann. Das war es jetzt wirklich. Ich glaube, ich habe auch sehr schnell geredet, aber ich wollte alles durchkriegen. Das war jetzt wirklich dieser grobe Überblick. Man kann alles näher nachlesen in diesem Forschungsbericht. Das ist dann noch wirklich
auf, ich glaube, 300 Seiten nochmal näher erläutert. Ansonsten, wenn jemand das ausprobiert hat oder eben auch schon ausprobieren wird, gerne Feedback an mich per E-Mail. Also das interessiert uns wirklich. Uns erreichen auch immer wieder E-Mails, wie denn, ja, also was gut war oder wie man es verbessern kann. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil die Plattform ja eben ja, für die Anwender da ist. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Maren, besten Dank. Ich glaube, wir haben einen super Überblick bekommen und ich sehe das auch so, dass das eine super Basis ist für unsere Arbeit, auch in Verbindung mit der Thematik Klimawende planen.